So, hier wie versprochen, ein kleiner Überblick zum jetzigen Bauzustand von Altenburg. Wir blicken jetzt sozusagen in Südrichtung der Anlage. Ich mache jetzt einen ganz langsamen Schwenk hier über den Bahnhof Altenburg, der zukünftig ja, ich hoffe, schon im Laufe dieser Woche ausgebaut wird. Ich zoome mal etwas ran. Ihr seht, da müssen wieder die Platten drauf und die Gleise fortgeführt werden. Jetzt der ganz langsame Schwenk von Altenburg runter bzw. längs in Nordrichtung. Hier wird es leider etwas dunkler. Hier muss ich nochmal für bessere Beleuchtung sorgen. Hier entsteht ja dann zukünftig das Bundeswehrgelände. Auch hier der kleine Überblick nochmal. So, und jetzt zoome ich langsam runter. Wir kommen jetzt quasi auf die nächste Ebene. Die kennt ihr ja schon von den Bildern. Und hier jetzt der Schwenk längs der Paradestrecke, Betonbrücke. Ihr seht, ein paar Neuanschaffungen stehen auf der Anlage. Hier jetzt die Paradestrecke im Blick. Ich gehe sie mal mit euch ganz langsam ab. Ein kleiner Blick jetzt mal auf den Monitor zwischendurch. So ist im Moment die Programmierung. Ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen. Das ist also das erste Stellwerk. Die nächste Ebene wird jetzt entstehen. Aber auch da muss ich noch einiges lernen. Ganz langsam jetzt wieder der Überblick zur Paradestrecke. Ein kleiner Blick unten zur Gleispflege in den Schattenbahnhof Ost, der auch schon wieder fast funktionsfähig ist. Und jetzt der Blick längs der Anlage. Entsprechend hier Paradestrecke. Und jetzt sind wir quasi schon am anderen Ende der Anlage angelangt. Ihr seht, es müssen entsprechend die obere Ebene, die Platten aufgebaut werden. Und jetzt der Schwenk in Gegenrichtung, in die Nordrichtung. Und hier nochmal ein Blick dann auf die Paradestrecke. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr habt jetzt einen Überblick und demnächst werden auch mit einer neuen Cam, mit einer schönen Canon, entsprechend Bilder eingestellt. Bis dann. Tschüss.